Wir sprechen heute mal wieder ein bisschen über Kosmetik. Ich habe ja eine riesengroße Bestellung von Colibri gemacht, kann man schon so sagen, und probiere jetzt die einzelnen Produkte so langsam durch und mache die Videos. Retinol habe ich jetzt schon einige Zeit verwendet. Welche Benefits das hat und wie das Produkt bei mir funktioniert, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute mal wieder über ein Colibri-Produkt und zwar das Retinol von Colibri, was aus Retinol und Bakuchiol besteht. Und es ist nicht sonderlich stark und ich habe selbst mit Retinol noch nicht so mega krasse Erfahrungen gemacht. Also das ist durchweg bei Retinol so. Ich habe ein Video zum Thema Retinol gemacht. Das guckst du dir mal an, ein Faktencheck. Das ist ganz kurz und da kannst du schon jede Menge Infos rausholen. Retinol, sogenanntes, was jetzt Vitamin A oder Vitamin E, bin mir jetzt, Vitamin A war es, glaube ich, kann auf der Haut Reizungen verursachen. Solche Produkte nie kombinieren mit Säuren. Außer man verträgt, das sage ich jetzt ganz leise. Ich bin jemand, ich habe fettige Haut. Meine Haut kann relativ viel abhaben. Also die kannst du wenig ärgern. Das ist sehr hautfreundlich formuliert. Das hat zum einen auch noch Ceramide mit drin. Das Video werde ich dir auch am besten mal unten verlinken. Beim Retinol ist es tatsächlich so, bitte pass auf. Und es ist nichts Negatives, wenn die Haut reagiert. Bloß man soll es halt auch nicht übertreiben. Ich habe mal PA-Samples gekriegt von Paula's Choice und habe direkt übertrieben. Die Haut merkt sich natürlich sowas. Sowas muss eingeschlichen werden. Wenn du gleich natürlich 100% gibst mit einem sehr starken Produkt, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass deine Haut reagieren wird. Das ist eben hautfreundlich formuliert. Das ist das Gute. Ich würde aber trotzdem sagen, pass ein bisschen auf, schleich's ein bisschen ein, das heißt vielleicht nicht jeden Tag verwenden und dann wenn auch nur abends verwenden, weil wenn du es morgens noch zusätzlich verwendest, dann ist es natürlich ein bisschen mehr Stress für die Haut und deine Haut braucht auch ab und zu mal wirklich eine Ruhepause, wo du halt solche Sachen eben nicht mit einbaust. Ich vertrage es, wie schon erwähnt, ich habe aber auch nicht so mega viel Erfahrung jetzt mit Retinol, was stärker formuliert ist. Ich werde mir da auf jeden Fall auch noch ein stärkeres Produkt mal holen, um einfach mal zu gucken, was kann meine Haut wirklich vertragen. Denn ich kann kombinieren, aber ich kann es auch wirklich nicht empfehlen, dass jemand, der total neu mit dem Thema ist, dann hergeht und Säuren und Retinol miteinander verbindet. Steht nämlich auch auf der Webseite, das finde ich total gut, dass man eben Säureprodukte nicht mit dem Produkt kombinieren soll. Weil das ist dann schon Eigenverantwortung. Und ich habe es eine Zeit lang gemacht und habe dann schon mit der Zeit gemerkt, so, ich sollte mal Pause machen. Weil wenn die Haut anfängt zu jucken, dann ist dann schon der Punkt erreicht, wo man wirklich ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich nehme es tatsächlich morgens inzwischen. Und wenn man es morgen verwendet, Retinol mag die Sonne nicht. Also Licht und Luft ist so eine Sache. Wenn du es nämlich morgens aufträgst, musst du auf jeden Fall Sonnenschutz auftragen. Das solltest du so oder so machen, wenn du solche Sachen verwendest. Sonnenschutz auf die Haut, das ist immens wichtig. Habe ich auch schon oftmals dazu was gesagt. Weil wenn man da jetzt keinen Sonnenschutz drauf macht, dann schmeißt man im wahrsten Sinne des Wortes das Geld zum Fenster raus. Es ist tatsächlich echt schon fast leer. Es lässt sich aber wirklich leicht auftragen. Deswegen mochte ich das Produkt auch so. Ich habe hier so, ich glaube, kein Geheimnis, so Zornesfalten. Die habe ich abgeschwächt bekommen mit Retinol. Das ist richtig toll. Ich hatte ja vorher die Nachtcreme von Colibri, da war ein bisschen Retinol mit drin. Und dann hatte ich ein Produkt von Satin Natural. Das war ein Negativprodukt. Das hier habe ich nämlich zukünftig immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, ja, was kann man mir stattdessen empfehlen, statt diesem Satin Natural Produkt. Das hier, das ist unparfümiert, lässt sich unwahrscheinlich gut auftragen. Man kann es unwahrscheinlich gut schichten, also einfach auftragen, dann alles andere, was man auftragen möchte, drüber packen. Und natürlich, wie schon erwähnt, es nicht mit Retinol übertreiben. Das ist hautfreundlich. Na, also,
Aber ich kann natürlich auch nicht für alle sprechen, weil meine Haut, durch das, dass sie eben fettig ist und viel verträgt, ich habe große Poren etc., kann ich nicht für alle sprechen, denn meistens sind Menschen mit einer trockenen Haut so, dass die ein bisschen empfindlicher auf so Sachen reagieren. Also sei mit sowas bitte, bitte vorsichtig, schleiche es in deine Pflege ein, hol dir nicht gleich das stärkste Produkt und fang mal mit ein- bis zweimal pro Woche an und steigere dich langsam. Ne? Also immer darauf gucken, was kann meine Haut abhaben und wenn ich reagiere, dann vielleicht doch ein bisschen zurückfahren und wenn das so ist, dass innerhalb von einer Woche deine Hautreizungen nicht weggehen, obwohl du zurückgefahren hast, dann musst du das Produkt ganz absetzen. Dann verträgst du höchstwahrscheinlich das Produkt nicht. Also da muss man ganz ehrlich mit sich selber sein. Konnte ich früher auch nicht. Ich habe auch immer gedacht, ich könnte alles nehmen. Jetzt verwende ich gerade einen Wirkstoff für die Augen. Ein Retinoid. Das gibt es von No. Dafür, da mache ich auch noch ein Video. Aber das hier könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das nachkaufe. Mit 30 Euro ist das Produkt natürlich nicht ganz günstig, aber es lohnt sich. Wenn ihr euch wirklich mal was gönnen wollt, holt euch das. Es ist schon fast leer bei mir, weil ich halt wirklich gerockt habe und jetzt seit langem wirklich jeden Tag verwendet habe. Aber man muss das ja nicht so verwenden. Wenn man nur leichte Linien im Gesicht hat oder eben leichte Verfärbungen, dann ist das einfach das Richtige, vor allem wenn man unreine Haut hat und da sich so ein bisschen mehr in die Richtung helfen möchte. Gönnt euch was, man muss nicht generell für Pflege viel Geld ausgeben, das ist jetzt ein goldenes Mittelmaß, es gibt immer noch teurer, aber Colibri hat schon drauf, muss ich an der Stelle sagen. Ob es jetzt die Produkte von Leon sind oder ob es die eigenen Produkte sind, es ist auch schon was Neues rausgekommen. Mit dem ich schon so ein bisschen liebäugle. Aber Pflege muss natürlich auch aufgebraucht werden. Ne? In diesem Sinne melde ich mich ab. Kennt ihr das Produkt? Habt ihr andere Erfahrungen damit gemacht? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!